Was in Gottes Namen geht da unten vor sich? Ich glaube, das trifft es ganz gut, Doktor. Gottes Werk. Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen annehmen, dass die Probleme der Kolonie in irgendeiner Weise mit dem Marker zusammenhängen. Sie können annehmen, was Sie wollen, aber lassen Sie mich daraus. Der Marker ist ruhmvoll und göttlich, und Sie, Sie wissen das. Gottes Wege sind rätselhaft. Wie dem auch sei, wir werden ihn morgen an Bord haben. Dann können Sie ihn analysieren, wie Sie wollen. Warum so beunruhigt? Beunruhigt? Captain, da unten sterben Menschen. Sie töten einander. Ist dieser Irrsinn die Transformation, die Unitology uns lehrt? Doktor Terence. Wenn viel auf dem Spiel steht, ist die Gefahr immer groß. Und hier ist sie gigantisch. Alles könnte sich verändern. Genau das beunruhigt mich. Unitology. Eine Anspielung auf Scientology? Vielleicht. Man weiß es nicht. Join us in paradise. Und ich kann ja schon mal so viel verraten, um dieses Bild vielleicht näher zu verstehen. Das ist der Marker. Und dieses Plakat kommt wahrscheinlich von Unitologen, sagt man das so? Menschen, Anhängern von Unitology. Unit heißt ja auch Einheit. Alle Menschen sollen einheitlich werden. Sollen vielleicht zu diesen Alien-Viechern werden. Man weiß es wirklich nicht. Ich vermute. Wobei ich ja auch schon so ein bisschen Vorahnung habe, wie gesagt, von Dead Space 3, was ich ja leider vorher gespielt habe. Ich versau mir jetzt gerade die ganze Story. Naja, gut, vielleicht hätte ich ja auch nicht verstanden. Wer weiß, was meine ich. So, was haut denn hier die ganze... Ach, das ist die Tür oben. Das nervt auf die Dauer. Oh, ein Audiolog. Ich konnte Jürgens endlich überzeugen, mir den Videofeed von der Kolonie zu zeigen. Und was ich gesehen habe, war unvergleichbar, atemberaubend. Die Bergarbeiter wurden zu etwas Außergewöhnlichem. Ich muss mehr darüber wissen. Und selbst wenn der Gläubige in mir einer von ihnen werden will, will meine wissenschaftliche Seite ihre Geheimnisse lüften. Ich muss einen dieser Nekromorphen, wie Kain sie so nüchtern nannte, untersuchen. Ich muss diese Infektion aus erster Hand erleben. Vielleicht bei diesem Patienten aus der Kolonie. So, und jetzt ist es gefallen, das Wort Nekromorph. Das sind nämlich diese Viecher hier. Der bewegt sich ja noch. Und er bezeichnete sie als göttlich. Er will eines davon werden. Das sind quasi, das ist die Ansicht der Unitologen von Unitology. Sie wollen Nekromorphs werden. Aber warum? Warum? Göttliche Wesen, aber nur weil sie sich... Das sind entstellte Menschen, Freunde. Das sind entstellte Menschen. Credits, yay! Aber jetzt stellt sich natürlich die Frage, wieso sind diese Menschen so entstellt und warum in Teufelsnamen warum zum Teufel, so. Oder in drei Teufelsnamen, kann man glaube ich auch sagen. Warum will jemand zu einem Nekromorph werden? Ganz ehrlich, das sind einfach entstellte Menschen, die rumlaufen mit offenen Wunden und das muss doch wehtun und die fressen Leute und sind mindere Wesen. Es sind einfach mindere, unintelligente Wesen, wie ein Tier, das nur darauf versessen ist, Menschen zu töten und zu essen und naja, das einzig Positive daran ist, dass sich dieses Nekromorph-Viech wirklich ohne gewisse Körperteile noch weiter leben kann. Ohne gewisse Körperteile. Wenn man jetzt zum Beispiel den Kopf abschießt, deswegen, das mache ich halt nicht aus Gründen, weil ich das schon weiß und weil das auch überall steht, dass Kopfschütze. Ich bin ein Kopfschütze, hallo. Dass Kopfschütze eigentlich gar nichts bringen. Der Kopf fliegt zwar weg, 3 Meilen irgendwie weit weg, aber das Viech lebt halt wirklich noch weiter und es stirbt nur, wenn man irgendwie die Beine abschießt, aber selbst dann kriecht es noch weiter, haben wir gesehen. So, ich... Ja. So, was steht da? Das steht... No God, no fear.
kein Gott und du kennst die Angst. Kenne Gott, es gibt keine Angst. Was the bus prudent? Irgendwas. Ich kann es nicht lesen, es ist so eine hakelige Schnörkelschrift. Irgendwas auf jeden Fall mit Run and Hide, also renne und verstecke dich. And take irgendwas. Ich kann das nicht lesen. Kann ich selbst lesen. Ja, also ich kann das jetzt nicht. Und die Framerate, die ist auch ein bisschen am Abkacken. Schon wieder so ein Typ da. Biological Protest. Nein. Prosthetics Center. We keep you working. Gut, das weiß ich jetzt nicht, was das auf Deutsch heißt. Also Biological ist klar. Sind das Babys? Das sieht aus wie Babys. Nein, nein, hinter dir. Das hier war also quasi... Gut, wir müssen uns bewusst sein, das Spiel spielt in der Zukunft. Ich vermute mal, dass das quasi die Brutkästen der Zukunft sind. Dass die Babys hier... Oder irgendwie aufge... Ja... Die wachsen hier auf oder so. Ich weiß es nicht. Gezüchtet werden ist ja nicht so... Du kannst ja nicht Menschen züchten. Das geht nicht. Aber Brutkästen oder irgendwie so der Zukunft, und da schwimmen dann halt die Babys drin und die wurden offenbar infiziert. Ich gehe mal davon aus, dass das Wasser früher nicht dieses hässliche, ekelhafte Grün hatte. Sondern vielleicht irgendwie durchsichtig war. Und sind jetzt zu Necromorphs geworden. Keine schöne Vorstellung, um ehrlich zu sein. Keine schöne Vorstellung. Und das Babygeschrei. Oh. Ganz ehrlich, die tun mir verdammt leid. Diese Kinder hier vor allen Dingen. Dieser grünen Soße. Na, der Typ tut mir auch leid. Aber... Oh, das ist... Fuck it. Spring mich nicht so an. Wow. Gut, das war unerwartet. Ich kann ja auch nicht so rumschreien immer, wenn ich irgendwas passiert. Mir wurde schon von Friends gesagt, dass sie zum Beispiel... Na gut, kann ich jetzt mal erzählen, so ein bisschen, ich weiß nicht, von Horrorspielen. Der Mario McThibben ist ganz starker Gegner von Gronkh zum Beispiel, ne? Und mir gefallen seine Art und Weise, Horrorspiele zu spielen, eigentlich. Aber er begründet das Ganze mit der Aussage, er erschrecke sich nie, also Gronkh. Nie wirklich. Und in dieser Hinsicht sei PewDiePie. Ah, fuck it. Ich kann mich so nicht konzentrieren. Ach. So, sei PewDiePie viel besser, weil der sich wirklich erschreckt. So, jetzt habe ich mir den mal angeguckt und so ein bisschen, aber der schreit einfach nur ins Mikrofon, sodass es wirklich übersteuert und nicht mehr schön ist, finde ich. Das zerstört für mich so ein bisschen die Atmosphäre. Naja, gut. Ich weiß jetzt nicht, natürlich, PewDiePie ist meist abonnierter YouTuber, yay. Da muss ja schon was dahinter stecken. Aber, Gronkh ist meist abonnierter deutscher Let's Player und ich meine, das will ja wohl auch was heißen. Was haben wir denn hier? Wie Lichtverhältnisse immer wechseln. Cool. Hier haben wir das Termit. Können wir jetzt endlich, Das Termit, sprengen. Das Sie gefunden haben, sollte sich durch die Barrikaden fressen können. Benutzen Sie das Shockpad, um es zu zünden. Ich hoffe, ich kann die Stellung halten. Ich höre da nämlich was Großes kommen. Ja, ich wette, er kann die Stellung nicht halten. Ich sollte mich also beeilen. Wahrscheinlich kommen jetzt hier 30 Milliarden von den Necromorphs entgegen. Mir entgegen.
zurück zur Sicherheitsstation. Gut. Das war also diese Tür, die hier so geklackst hat. Ach, hier waren wir ja schon. Das war so verdammt klar. Vor allen Dingen, als ob die Stasi-Station da nicht... Na okay, die Stasi-Station war da wegen der Tür, ganz klar. Aber, Es war klar. Langsam... Ich verstehe das Spiel. Ich verstehe, worauf es hinausläuft. Ich guck mal gerade kurz, gut, für den Plasma-Cutter haben wir noch ein bisschen Munition. Wir können also noch ein bisschen damit rumballern. Rumballern. Wo geht's denn jetzt lang? Hier, oder? Ja. Genau, hier einmal Termit ran. Termiten. Nein! Ja, das ist auf jeden Fall sehr gesund. Direkt neben brennendem Termit oder explodierendem Termit. Okay, sie sind durch. Bis zur Leichenhalle sollte sicher sein. Die Codes sind an der Leiche des Captains. Neben brennendem Termit oder explodierendem Termit zu stehen, ist auf jeden Fall sehr gesundheitsfördernd, würde ich sagen. Die Leichenhalle. Natürlich, natürlich. Ishimura-Klinik. Patienten, gehen bitte weiter zum Wartezimmer der Klinik. Welcome to the USG Ishimura Clinic. Healing away from home. Hier spricht Medical Officer Nicole Brennan und ich hoffe, ich bin im ganzen Schiff zu hören. Wir brauchen mehr Hilfe. Wir haben nicht genug Leute, uns um so viele Fälle zu kümmern. Niemand will uns sagen, was hier los ist. Diese Wunden. Wir sind auf sowas nicht vorbereitet. Gott. Bringen Sie ihn zu dem Tisch. Halten Sie ihn fest. Schwester, drücken Sie ihn nach unten. Ende der Aufzeichnung. Das war Nicole, oder? Ich kann von hier aus nicht sehen, wie alt der Eintrag ist. Ich bin sicher, dass sie hier irgendwo ist. Okay, das war also Nicole. Ich hoffe, wir müssen da nicht irgendwie durch. Aber da kommt wahrscheinlich gleich was durchgekräuchelt. Oder hier steht was. Nein, wahrscheinlich kommt es von da. Oder erst auf dem Rückweg, den wir natürlich in jedem Weg wie immer antreten müssen. In jedem Fall, nicht Weg. So, ich weiß nicht, was mit der Framerate heute los ist. Die ist ein bisschen am Hakeln. Bisschen doof. So. Es ist Zeit. Ich habe keine Worte dafür, wie ungern ich hier sein möchte. Stase-Pack. Gut, ich weiß ja, dass ich jetzt auch Stase benutze. Ich kann nochmal kurz... Reload? Wie? Muss ich das manuell reloaden? Offenbar. Das habe ich nicht gewusst, dass man das Stase-Pack manuell reloaden muss. Okay, gut. Vielleicht gibt es ja auch, einen Hotkey für. Weiß ich nicht. So, wir öffnen mal. Boah, es war so klar, es war so klar, es war so klar. Ich weiß nicht wo, aber ich renne einfach mal. Ach, direkt vor uns. Ein Baby. Wow, wie viele Headshots das aushält. Merke bei Babys auf die Dingsen schießen, auf die Arme da oben, diese Fühler. Oder was das ist. Fangarm oder sowas. Ich reloade hier nochmal gerade. Es ist mir jetzt etwas zu heikel, wenn die Babys so viel einstecken.